Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Duel Zocken mit den Abonnenten und Zuschauern und sonst wem wer Lust dazu hat. Heute ging Xenophobic. Ja, wir starten einfach mal mit Monarchen. Was ich mich gerade frage ist, wo er bleibt. Hallo? Ah, hätte ich jetzt extra Bescheid sagen müssen. Ja, wir hatten gerade über Skype geschrieben und... Nein! So. So. Ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht gesehen. Wenn ja, ist das Pech. So, ich fange an. Ich will ihn mal was fragen. Ist dein Name der von diesen Alien-Viechern? Wer sich an mein Let's Play Alien-Trilogie erinnern kann, weiß auch noch, dass ich gegen, wie heißen die noch? Ja, diese großen Aliens, die heißen so. Ja, so, ja, das soll es bedeuten. Okay. Ja, er wird Dark World benutzen, soweit ich weiß. Und das wird interessant werden, denn Dark World ist ja bekannterweise ein Meta-Deck oder metataugliches Deck. Und es ist sehr, sehr böse. Böse, böse. Was haben wir da denn? Nein! Was tut der da? Okay. Die geht weg. Nein! Er hat ein Supermonster da. Nicht. Also langsam kriegen wir ein bisschen Bammel schon. Greift er an? Bestimmt. Was ist das? Werfen eine Karte auf die Karte und ziehen dann eine Karte. Ah! Was macht der? Verziehen kann er auf den Friedhof verziehen. Gegner ist von deiner Hand auf. Ach, weg damit. Scheiß drauf. Nein! Oh, irgendwie nervt mich das gerade ein bisschen. Alter! Na, ein pures, wie heißt, finstere Welt ist das wohl nicht. Also normales finstere... Finstere Welt ist für mich nur mit finstere Weltviechern. Aber er hat auch noch Synchromonster. Und ja, das ist für mich kein finstere Weltdeck. So. Na egal, schauen wir einfach mal, was wir machen können. Die Mucke knallt mir gerade um die Ohren, das ist unfassbar. Ich könnte jetzt einfach... Ich schalte das mal ein bisschen runter. Ich hoffe, das ist trotzdem eine Aufnahme komplett mit drauf. Warum hat der zwei Karten hin... Nicht sein Ernst, oder? Heavy Storm! Nein! Oh mein Gott! Ja, ja, ruf ihn, komm. Come on. Ja, das ist jetzt bitter. Gut, wir setzen aber Marshmallow verdeckt. Der bringt uns vielleicht einen Zug. Wenn er jetzt nicht irgendwie irgendwas ruft, was mein Monster zerstört, irgendwelche Effekte benutzt dafür, haben wir Marshmallow noch länger und können den Effekt auch nutzen. Oh, ey, Fuku-Uman. Falls sie durch den Karteneffekt das gehen auf dem Spielfeld, beschwört diese Karte als Spezialung vom Friedhof. Der geht mal weg, dann kann er eine Karte ziehen extra. Ja, Kaius ist weg, scheiße. Ah, zerstört er oder? Verbannung ist gewählte Ziel. Okay. Ja, okay, das bringt dir nicht viel. Warum? Pass auf, ich zeig's dir. So, meine Musik ist aus. Machen wir mal wieder an. Bing! Weiter geht's. Ach man, das meinst du doch wohl nicht ernst! Alter! Wie er durchdreht. Also er hat im Moment totale Kontrolle über das Feld. Ich muss mir ganz dringend was einfallen lassen. Aber was?
Okay. Nein, ich setze Marshmallow nochmal verdeckt. Und dazu setze ich dann noch zwei Karten. Ja, ich weiß, ein Stardust Dragon wird mich aufhalten, definitiv. Da werde ich nichts dran machen können. Also die beiden wird da zumindest aufhalten können. Wobei eigentlich nur eine. Weil wenn ich die da aktiviere, wenn ein Monster beschwört. Scheiße, was tue ich? Nein. Denn du weißt, was dich dort erwartet. Du kannst die Zukunft sehen. Du musst dir nur entgegengehen. Es ist so wie ein Spiel und die Regeln stellst du selber auf, wenn du nur an dich glaubst und auf deine Stärke baust. Sehr verdeckte Karte nervt mich gerade ein bisschen. Aber das Wichtigste ist, dass wir erstmal Stardust Dragon wegkriegen. Was wird er tun? Irgendwas hat er vor. Was ist das? Bestimmt ein Monster von deinem Deck. Nee, ist auch den. Ja, später. Okay. Warum? Warum macht er sowas? Oh, ich kann es mir vorstellen. Bestimmt will er jetzt hier die Supermonster aufs Deck legen. Wie heißt das noch? Das ist. Ah! Oh, dieser schwarze Drache, oder? Was ist das für ein Vieh? Ja, ich hab's gewusst. Nein. Okay. Ich bin dran. Jetzt wird Zeit, sein Stardust loszuwerden. Hallo? Ja, er kann machen, was er will. Sein Stardust wird da los. Ohne Scheiß. Also entweder ich kann Reiser rufen oder ich nehme meinen Grand Mole. Also Reiser darf gerufen werden. Von daher auf Wiedersehen, Stardust. Schön, dass du da warst. Jetzt bist du weg. Es wird Zeit, dass ich langsam mal zurückkomme. Was macht er jetzt? Du hast lang gewartet. Ey, nicht dein Ernst, ne? Oh mein Gott, wie bitter ist das denn jetzt, bitte? Ja, okay, kein Effektmonster mehr. Ja. Vorhin reinge. So ein Schwein, da bin ich mir ganz sicher, dass er die vorhin erst reingepackt hat. Ich fass das nicht. Das nenne ich mal Trolling. Troll, Troll, Troll. Auf Wiedersehen. Na, Kräfteraum kann nicht unbedingt so schädlich sein für mich. Für ihn wohl eher. Oder auch nicht. Ach, wird sich zeigen. Komm. Mach deinen Zug. Entweder ich überlebe oder ich bin tot. Eins von beiden wird eintreten. Ich werde auf jeden Fall nicht so einfach aufgeben. Oh Gott, mein Handy. Tore aus der finsteren Dingsbumsens. Kann ich dagegen. Ja, wir machen mal eben hier den Stardust weg jetzt. Activate my Trap Card. Und tschüss. Ja. Mehr kann er nicht machen. Nur am Ende. Noch am Ende. So, direkter Angriff. Na, macht er was? Nein, er kann nichts tun. Das ist mir egal. Dieses Duell hat sich gleich erledigt, glaube ich. Wenn alles gut geht, dann ist es gleich vorbei. So. Aha, noch eine Karte verdeckt gelegt. Was ist das? Einmal probiert. Du kannst ein Monster im Friedhof deines Gegners wählen. Ab und verbannerst. Aha. Ah, was? Nein! Meine Güte! Ich komme mit meinem neuen PC noch nicht ganz zurecht, Leute. So, weißt du was? Dein Monster gehört jetzt mir.
So, das klauen wir uns mal eben schnell. Ja, komm rüber. So, ich beschwöre jetzt meinen zweiten Reiser. Ja, nehmen wir mal die da. Funktioniert zwar nicht, aber egal. Er benutzt nochmal Kräfteraum, aber er ist ja niedlich. Das sollte jetzt nicht gay klingen oder so. Naja. Ja, auch GG. Definitiv war ein gutes Spiel. Aber es ist vorbei. Los, Attacke! Ja, ich, too strong. Ich danke dir dafür, Xenophobic, für dieses super Duell. Ich habe erst gedacht, ich verkacke jetzt total, aber ich bin nochmal wieder auf die Bahn gekommen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich will den nächsten Gegner haben, also come on. Und natürlich schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Do It. Zack mit Abonnenten, Zuschauern und allen möglichen anderen Kram. Haus rein, schaust rein, bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Dengoku Senpai.